Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zur wahrscheinlich letzten Folge Pillars of Eternity. Ja, die dramatische Musik scheint es auch schon einzuläuten, dass wir uns jetzt kurz vor dem Ende befinden. Ich hoffe es mal jedenfalls, sonst nehme ich alles wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Aber bevor wir uns jetzt wohl auf die Suche nach Taos begeben, hier in Sonne im Schatten, wollen Edda und Alof noch mit uns reden. Gucken wir mal zuerst mit Edda, was er zu sagen hat. Doesn't that just beat all? Here I was wondering all this time whether all these terrible things were people's fault or the gods. Turns out they might be the same thing. Überbietet das nicht alles? Hier war ich also und stellte mir all diese Zeit die Frage, ob all diese fürchterlichen Dinge die Fehler der Sterblichen oder der Götter seien. Wie sich herausstellte, könnte es sich dabei um dasselbe handeln. Ich wundere, wie Dinge would have gone different 15 years ago, if the Raid Sarens had been told their god was made in some forge or kiln someplace. Would we still have gone to war? Ich frage mich, wie es wohl gekommen wäre, hätte man den Rezeranern vor 15 Jahren gesagt, dass ihr Gott irgendwo in einer Schmiede oder einem Brennofen gefertigt wurde. Wären wir immer noch in den Krieg gezogen? Die Leute waren am Verhungern, früher oder später hätten sie sowieso rebelliert. Es war ihr Gott, der sie im Glauben wiegte, sie hätten recht. Ich bezweifle, dass sie gekämpft hätten, wäre ihnen seine Fehlbarkeit bewusst gewesen. Darüber nachzudenken, was wir nie erfahren werden, macht keinen Sinn. I could see the rebellion still happening, but I don't know that they would have invaded. Ich kann mir vorstellen, dass die Rebellion dennoch stattgefunden hätte, aber ich weiß nicht, ob sie eine Invasion unternommen hätten. Er blickt zu Boden und trommelt mit seinen Fingern unruhig gegen seine Seite. Also fortfährt, scheint der Halb zu sich selbst zu sprechen. I don't know. Ich weiß es nicht. When Woden left for war, we had a fight. As brothers will. Sein Blick bleibt nach unten und in die Ferne gerichtet. Ja, wieder ein Rechtschreibfehler. Als Woden in den Krieg aufbrach, hatten wir, Eto beginnt fast zu weinen, er atmet langsam ein. Wir hatten eine Auseinandersetzung unter Brüdern. Um was ging es? Going off to war. He was set on it. My parents warned him. They said you get a new country with every trip across the border, but your god, you only get the one. Darüber, dass er in den Krieg zog, Edda blickt zu dir hinauf. Er war richtig erpicht darauf, aber meine Eltern warnten ihn. Sie sagten, bei jeder Reise über die Grenzen sehe man ein neues Land, aber sein Gott, den hat man nur einmal. Me? I didn't know who was right. All I knew was I didn't want him to go. It's the same for families as it is for gods. You only get the one. Ich selbst wusste nicht, wer recht hatte. Ich wusste nur, dass ich nicht wollte, dass er geht. Edda beißt sich auf die Unterlippe. Mit Familien fällt es sich wie mit Göttern. Hat man nur einmal. I said every vicious thing I could think of, trying to change his mind. He brushed it off. Just got me madder, of course, him being so calm. He said I should come with him, but he'd understand if I didn't want to. Told him he'd better be able to face his god one day and answer for what he'd done. He said he'd keep that in mind. And then he was gone. Ich sagte ihm jedes bösartige Ding, das mir in den Sinn kam, und versuchte ihn umzustimmen. Er aber wies alles ab. Dass er so ruhig blieb, machte mich natürlich nur noch wütender. Er sagte, ich solle mit ihm kommen, aber dass er verstünde, wenn ich das nicht wollte. Ich sagte ihm, dass er eines Tages besser in der Lage sein sollte, seinem Gott ins Antlitz zu schauen und ihm für seine Taten Rechenschaft abzulegen. Er sagte, das würde er in Erinnerung behalten, und dann war er weg. By the time I had cooled off, months had passed. One morning it dawns on me that my brother always knew better than me. If he was so sure of what he was doing, then I should be there with him. I packed my things and was on the road that same morning. Of course, what I didn't know then was he'd already changed his mind. By that time, he was dead on that field. Edda schweigt einen Moment lang. Es dauerte Monate, bis ich mich beruhigt hatte. Eines Morgens wurde mir bewusst, dass mein Bruder immer besser über alles Bescheid wusste und dass ich bei ihm sein sollte, wenn er sich so sicher war, was er tat.
Am selben Morgen noch packte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg. Was ich natürlich nicht wusste, war, dass er seine Meinung bereits geändert hatte. Zu jener Zeit lag er nämlich schon tot auf dem Schlachtfeld. Heftig. Aber das kennen wir ja. Glaubst du, dass er wegen dem, was du zu ihm gesagt hast, zu weit hinging? Wenn du also mit ihm gegangen wärst, hättest du gewusst, warum er seine Meinung geändert hat. Das könnte ein Paladin sagen. So halb tadelnd. Fragen wir ihm einfach mal das Erste. You live in a place like Gilded Vale. You don't have a whole lot else to do, other than think about things you don't want to think about. Das ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Wenn man in einem Ort wie Goldtal lebt, hat man nicht viel mehr zu tun, als über Dinge nachzudenken, über die man eigentlich nicht nachdenken will. I hope that wasn't it. I hope he went there because it's what he thought was right. But it seems I'm not meant to know. Ich hoffe nicht, dass das der Grund war. Ich hoffe, dass er dorthin ging, weil er es für das Richtige hielt. Er scheint aber so, als ob ich es nicht erfahren soll. Wärst du also mit ihm gegangen, wärst hättest du gewusst, warum er seine Meinung geändert hat. Also machen wir das trotzdem mal. Ja, das stimmt allerdings. Wäre ich zusammen mit ihm aufgebrochen, wären wir jetzt beide tot. Also weiß ich nicht, warum ich darüber nachdenken sollte. Make sure we were on the right path. He deserved that. He deserved that trust from me. Mit der Oberseite seiner Fingernägel fährt er sich immer zu leicht seine Kieferpartie vor und zurück. Am Tag, als er ging, bat er mich, ihm zu vertrauen. Er sagte, dass er dafür sorgen würde, dass ich immer auf dem rechten Weg bleiben sollte. Sollte ich mit ihm gehen. Er sagte, dass er dafür sorgen würde. Er sagte, dass er dafür sorgen würde, dass wir immer auf dem rechten Weg bleiben, sollte ich mit ihm gehen. Und das hat er auch verdient. Er hatte sich mein Vertrauen verdient. Raid Saris is a long way to walk on your own. I think I'd have liked to have been there with him on that journey. Even knowing how it ended. Er kneift seine suchenden Augen zusammen. Allein und zu Fuß ist es noch ein weiter Weg nach Witzervis. Ich glaube, ich wäre gern mit ihm auf dieser Reise gewesen, obwohl ich weiß, wie sie endete. Dann lass uns mal aufbrechen. Es gibt immer noch ein Durcheinander, in das wir Ordnung bringen müssen. Also komm schon, ich schulde dir noch etwas. Manchmal ist der Text ein bisschen merkwürdig. Okay, Alof. We've been lied to. Our whole lives. And many lives before that. And it's led us to put our faith in a pantheon of gods that never deserved it in the first place. Alofs Gesicht ist vor Wut und Verzweiflung ganz verzerrt. Man hat uns angelogen. Unser ganzes Leben und viele Leben davor. Und das hat uns dazu verleitet, unseren Glauben in ein Pantheon von Göttern zu legen, die ihn zu keiner Zeit verdient hatten. Die Leute brauchen etwas, an das sie glauben können. Und die Götter, wie auch immer sie aufkamen, erfüllen diesen Zweck. Bisschen Paladin-mäßig. Taos hat Unrecht. Die meisten Leute sind im Grunde anständig. Also ja, für diejenigen, die sich wundern, warum ich immer sage, das ist Paladin-mäßig, weil ich halt in solchen Spielen gerne Ritter oder Paladin eigentlich spiele. Also die absolut Guten da, die Moralischen und so weiter. Und dann mir immer denke, diese Sprüche würden damit zu meinen Paladin passen, wenn ich denn einen spielen würde. Aber Hagrim ist ja Waldläufer, oder Ranger besser, Jäger. Der ist halt etwas ruppiger, direkter, auch eigentlich eine ehrliche Haut, aber er kann auch anders, wenn es sein muss. Also, Taos hat Unrecht. Die meisten Leute sind im Grunde anständig. Die Wahrheit zu kennen, kann sie nur noch besser machen. Was für ein Unterschied macht das denn? Die Leute werden so sein, wie sie sind, ganz gleich, ob sie an Götter glauben oder nicht. Ob sie an Götter glauben. Das ist ein Frevel. Leute sind das Licht zu führen. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Die Engvitaner hatten recht. Die Leute sind Narren und ohne irgendeine Form von Autorität, die drohend über ihnen schwebt, kann man ihnen nicht trauen. Die letzten beiden sind definitiv zu harsch. Selbst für Hagrim, das wäre was für ein Medium oder so. Nehmen wir einfach mal wirklich das Direkteste. Was macht das für einen Unterschied? I'm surprised to hear you say this. It seems that much harm comes from imposing authority where perhaps none is needed.
We've seen the atrocities that members of the Leaden Key have committed without even understanding why or for whom they act. Er reißt seinen Kopf nach hinten. Ich bin überrascht, dich das sagen zu hören. Naja, Hagrim ist eben direkt. Mir scheint es so, als wäre es sehr schädlich, Autorität auszuüben, wo vielleicht keine benötigt wird. Wir haben die Gräueltaten gesehen, die Mitglieder des Blinden Schlüssels begangen haben, ohne überhaupt zu verstehen, warum oder für wen sie handeln. Das hat nichts mit Autorität zu tun, sondern mit Fanatismus eigentlich. Der halbselige Elf hat ausnahmsweise mal recht. Ignorant zu nehmen heißt es, den Göttern zu erlauben, mit uns herumzuspielen. Okay, du schaltest dich ein. There won't be much left of Theos by the time you're done with him, if I know how you operate. That will leave the Leaden Key headless. Perhaps it's best it stays that way. Er schaut aus seinem Augenwinkel zu dir. Ich habe mir auch das Folgende überlegt. Wenn du mit Theos fertig bist, falls ich dich richtig einschätze, dann wird nicht mehr viel von ihm übrig sein. Ein Mundvogel zuckt zu einem schiefen Grinsen. Das wird den blinden Schlüssel seines Kopfes berauben. Vielleicht ist es das Beste, dass es so bleibt. Da hast du recht. Nein, jemand sollte in diese Rolle schlüpfen. Also ein Paladin würde wirklich sagen, jemand sollte die Leute vom blinden Schlüssel davon abhalten, irgendwas Dummes zu tun. Hagrid könnte sagen, da hast du recht. Also weg mit dem blinden Schlüssel. Die haben sowieso genug Schaden gemacht. Aber Hagrim ist eigentlich in dem Fall gleichgültig, was Alof macht. Also sagen wir, mach, was du für richtig hältst. Alof nickt einmal. Dann wollen wir Theos gegenübertreten. Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich dafür sorgen, dass niemand seine Ungerechtigkeiten wiederholen kann. Das klingt schon mal okay. Right. So, wieder in den Schleichmodus. Ring der sengenden Flammen. Schwacher Zauber, verbrennende Wunden. Oh, zieh den mal an, wir brauchen den Ring eh nicht mehr hier unten. Oh, da ist noch eine Urne. Mit einem wertlosen Zauber drin, okay. Gut, ich mache mal einen Quicksave, da sehe ich die Gespräche, die ich nochmal wiederholen muss. Hier ist eine Seele. Okay. Oh. Warum wird hier jetzt überall Licht gemacht? Vor allem, warum wird mit meiner Seele Licht gemacht? Full of surprises, aren't you? Look at the size of this place. We light our own path now, Watcher. Can you do that again? I had something in my eye. Missed most of it. Sehr witzig, Edda. Nun beleuchten wir unseren eigenen Weg. Okay. Hier runter können wir nicht direkt. Nein. Die Brücke sah nämlich da weiter geradeaus. Genau, die sah ziemlich kaputt aus. Zwei Diamanten. Die ist schon hervorragend, wie ist die Rüstung. Außergewöhnlich. Könnte ich die noch hervorragend machen? Könnte ich, wenn ich eine Adra-Drachenschuppe habe? Ja, ihr mich auch. Ganz ehrlich, ihr mich auch. Das braucht alles Adra-Drachenschuppen. Und andere Sachen kann ich nicht verzaubern. Also ich kann nur die Rüstung verzaubern und die Waffen und das Schild. Und du bist schon hervorragend, wenn ich richtig gesehen habe, ja. Was ist mit dem Schwert hier? Das ist außergewöhnlich. Um es hervorragend zu machen, bräuchten wir Flugdrachenaugen, die wir auch nicht haben.
Okay. Dann ist das hier jetzt unser weiterer Weg. Bis jetzt haben wir ja nur den Weg der Seen gefunden. Was läuft da? Ein irgendwie tarnischer Schatten? Okay, die Gegner sind neu. Kann aber nicht behaupten, dass sie sonderlich stark sind. Übrigens, wir hatten mittlerweile seit der letzten Aufnahme, weil das ja jetzt wieder eine Woche ungefähr her ist, seitdem ich aufgenommen habe, hatten wir nochmal einen Patch, nämlich 3.01. Für diejenigen, die es interessiert. Okay, das hier sieht interessant aus alles. Das war mal ein Haustierdrache, das war auch einer, jedenfalls den Ketten nach zu urteilen und dem Halsband. Oder ein Wachdrache halt. Ich will ihn angucken. Darf ich nicht, Gemeinheit. Oh, Wächterkuppel, da ist wieder so ein Ding, was ich aktivieren kann. Ein Schattenjungdrache. Und irgendwie tarnische Schatten, okay. Durenz, gib uns mal Schutz. Und gib uns Macht. Und du kannst ruhig das da angreifen. Okay, der Drache ist tot, der große. Jetzt töten wir noch die Sachen hier. Alles tot. Gut, können wir uns jetzt den Drachen ansehen. Zwischen deinen Fingern brechen kreidige Knochenstücke ab. Okay. Be cautious. Be constant. Ist übrigens schön, dass uns der Flügeldrache da, der kleine, oder der Würm war es, glaube ich. Winziger weißer Lindwurm, genau, dass der uns immer noch folgt. Schlechtere Armschienen der Abwehr. Ja, tu mich auf, was will ich denn jetzt noch mit denen? Bewegungsgeschwindigkeit, da hat Alof was, Edda was Besseres. Aber sicherheitshalber immer mal wieder ein Quicksave machen. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, mit der Gesundheit sieht es noch recht gut aus. Da Edda hat gerade mal 30 Gesundheitspunkte verloren. Okay, Antora. Kann ich mich hier abseilen oder was ist das? Ein einziges Segment der Brücke erhebt sich über die Ruinen einer uralten Stadt. Es sieht recht stabil aus, doch die breiten Lücken lässt wenig Raum für Fehler. Okay. Ist halt wirklich die Frage. Nochmal Quicksave machen. Muss ich darüber springen? Mit Anlauf springt Durenz über die Brücke. Bei der Landung schreit Durenz jedoch auf und landet da im Knäuel von Gliedern auf dem Boden. Au, jetzt hat Durenz verdrehte Knöchel. War es das wenigstens wert? Ein antimagisches Amulett und ein Ring der Überwachung. Wirkungsbereich plus 10 Fertigkeiten. Wirkungsbereich plus 10% Fertigkeit. Okay. Ganz ehrlich, Leiden unterdrücken
Brauchen wir nicht unbedingt. Zauberverteidigungsbonus, das hat schon jemand, gell? Ja, Edda. Dann kommt das auch mal weg. Okay. Wenn wir jetzt wieder auf die andere Seite springen. Ja, mit einem schmerzhaften Knarzen. Und da hat Durenz ein verstauchtes Handgelenk. And what does the flame reveal? Ganz ehrlich, hätte es nicht gereicht, wenn nur einer rübergesprungen wäre, anstatt die ganze Gruppe. So. Ah. Noch mehr Viehzeug. Wow, wo kommt denn... Achso, das ist nur ein Schatten, der Drache. Okay. Mach mal heiliger Glanz gleich. Das sieht nämlich schmerzhaft aus hier. Und du mach mal zur Sicherheit eine Lanze auf den da. Okay, Alof ist down. Macht aber nicht so viel aus. Jetzt muss nur halt nur noch diese Schattenbestie hier down, dieser Schattendrache hier down gehen. So, das wäre aber auch erledigt. Gut. So, Durenz kann mal kurz Alof heilen. So, entweder müssen wir jetzt die Treppe hier runter. Ja. Oder wir gucken erstmal hier weiter lang. Oder wir müssen durch die Tür hier. Okay, die führt in einen anderen Bereich. Ich weiß nicht, ob ich nicht erst nochmal zurückgehen will und mich da fertig umsehen will, wo ich gerade hergekommen bin. Ja, komm, Lord. Ja, weil das ist Sonne im Schatten. Ich glaube, hier wartet Taos auf uns. Das andere wird wahrscheinlich nur der Vorhof oder die unteren Kammern oder so sein, von Sonne in Schatten. Wir wollen aber erstmal Sonne im Schatten, also den Vorhof fertig erkunden, bevor wir zu dieser Maschine da gehen wollen. Wo wir dann wahrscheinlich nochmal ein langes Gespräch mit Taos führen werden, bevor... die letzte Schlacht kommt. Und manche der Toten hier sehen noch recht gut erhalten aus. Dafür, dass sie so lange hier rumliegen. Oh, hier sind englitanische Schatten. Die können wir aber eigentlich leicht besiegen. So. Ja. Die sind schon weg. Bisschen Schattenessenz. Auch wenn ich nicht weiß, wofür wir die auch gebrauchen könnten. I'll take a look. Und vielleicht finden wir hier noch geheime Sachen. Naja, Schriftrolle des Sprühnebels ist jetzt nicht so super berauschend. So laufen wir mal ein Stück. Wir haben nämlich eh nur noch die Treppe hier und ich nehme mal an, die Treppe wird wahrscheinlich zu dem ehemaligen Zugang von... Ach nee, halt, hier ist noch eine Abzweigung gewesen. Gucken wir uns erst die an. Ah, die führt zu zwei Toten.
Außergewöhnliche Gambuson und eine außergewöhnliche Keule. So, jetzt können wir uns hier aber umschauen. Und ja, das muss der Rückweg gewesen sein, also der Weg, den Taos genommen hat. Von, wie hieß das nochmal? Wie hieß es nochmal? Tier Evron, genau. Dass es da nach Tier Evron geht. Steht eigentlich noch irgendwas Wichtiges in meinem Tagebuch, was Vision und so angeht? Das kennen wir bereits. Und hier? Ja, ich habe Iovara zum Rat geschickt, genau. Okay. Ich würde mal sagen, auf zum Endkampf. Zum letzten. Zur Konfrontation mit Taos. So, sicherheitshalber ein Quicksave. Ich hoffe mal, Durenz kommt damit klar mit seinen Verletzungen. Nice and quiet. Eine Schriftrolle der Verteidigung noch für Durenz, nicht schlecht. Achso, und wir müssen hier wirklich im Kreis laufen, wenn wir... Trank des Bollwerks gegen Elemente. Den hat noch keiner. Egal, den brauchen wir wahrscheinlich auch. Hoffentlich nicht. Taos. Ready to take the oath, to spread the word of the gods to the lost and heathen. Bist du bereit, den Eid abzulegen, das Wort der Götter an die Verlorenen und Heiden zu verkünden? Ein Ring der Befreiung. Nochmal Leiden unterdrücken brauchen wir nicht, immer noch nicht unbedingt. Nochmal Taos. Was für eine Schriftrolle ist das jetzt? Schriftrolle der großen Ausdauerwiederherstellung. Die klingt nicht schlecht. Ich vertraue doch. Das sind alles Texte, die wir schon mal gehört haben. Ich vertraue darauf, dass du in dieser Sache den Göttern gegenüber treu bist. Wenn nicht, musst du dich vor höheren Mächten als mir verantworten. Aber vor mir wirst du dich auch verantworten. Okay, wir kriegen jetzt alles in Erinnerung, was wir nochmal erlebt haben aus den Visionen mit Taos. Breitgürtel der Kraft. Macht und Entschlossenheit. Habe ich schon bessere Sachen? Du hast auch schon etwas, was Macht gibt, oder? Jo. Du hast auch was, was Macht gibt. Ja, du hast sogar zwei Sachen, die Macht geben, aber eins wirkt halt nicht. Du hast noch gar keinen Gürtel. Du hast halt nichts, was... Du hast halt schon was, was dir mehr Macht gibt, aber das gibt dir halt Entschlossenheit. Also es ist besser, als es zu verschwenden. I wouldn't ask this. Were there any other choice? Ich würde nicht fragen, wenn es keine andere Wahl gäbe. Okay. Gut, das heißt, wir haben noch einmal die Erinnerungen erlebt. Ach nee, wir sind noch nicht durch. Okay. Und das hier ist ein riesiger Adrasch.
Das muss das Bauwerk aus unserer ersten Vision sein. Cool. Und da drüben wird wohl Taos auf uns warten. This is a missionary, same as I was. Taught the wrong things as I was. Oh, das ist jetzt Iovara, die redet. Er ist ein Missionar, genau wie ich es war. Man hat ihm die falschen Dinge gelehrt, genau wie mich. Osionis. They have held off many would-be invaders. Osionis, sie haben viele Invasionsversuche abgewehrt. You are ready to give a confession? I am ready to hear one from you. Bist du bereit, ein Geständnis abzulegen? Ich bin bereit, ein Geständnis zu hören von dir. So, dann gucken wir mal, was hat uns Taos zu sagen. Erstmal befinden wir uns mitten in einem Biawak. Quest. Erinnerung der Alten. Ich habe die englische Maschine erreicht, die ich in meinen Träumen gesehen habe. Tausende von Dürrwälderseen wurden in sie gezogen. Taos kann nicht weit sein. Ja, hier sind zwei Statuen, die wir uns nicht mehr angucken dürfen. Und da ist Taos.